Opi ist unterwegs, es soll dann noch ein bisschen regnen. Aber deswegen habe ich meine Kappe auf. Aber es regnet wirklich wahrscheinlich heute Nachmittag. Deswegen raus, Kastanien über mir, hier am Bahnhof. Und ich höre bei der Fahrt im Radio. Und da war jetzt nichts Besonderes. Ist auch nicht schlecht. Den Baum habe ich jetzt vorbereitet. Der 30. Baum. Aktion 30. Baum. Ich habe beim Pfefferminzgutzeln im Mund. Das muss auch mal sein. 30. Baum, aber das kann Donnerstag sein. Donnerstag, Freitag, warm und mild. Ja, da muss man nicht so viel heizen. Der Klimawandel hat durchaus auch Vorteile. Man muss weniger heizen. Die Feuchtigkeit ist höher wahrscheinlich auf lange Sicht. Das haben wir ja in den 70er und 80er Jahren alles bereits vorausgesagt. Rheuma von Ditfurt hieß der Fernsehphysiker. Ich habe das im Studium anhand von verschiedenen Scheinen, Weltmodelle und vieles mehr haben wir das tatsächlich machen können. Also nicht nur auf den Beruf hinzulernen. Non scole sed vitae, das habe ich ja auch veröffentlicht als Teil meines Buches, wenn es jemals eins werden sollte. Aber da ist was abgebrochen, da gehe ich jetzt hin. Also, schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie frei sind von Stress. Stress ist der Hauptfaktor im Leben. Lassen Sie den nicht so an sich herankommen.